So, hallo und herzlich willkommen heute zum Erklärvideo zur ATB Technical Box von Ares Alpha. Dazu müssen wir zuallererst einschalten. Den Schlüssel hier, da gibt es kurz ein lautes Geräusch. Dass euch mitteilt, dass die Box funktioniert. Dann gehen wir hier rein, machen den Verbindungsmodus an mit dem anderen Schlüssel. Damit wir dann gleich uns mit der Box verbinden können, dann brauchen wir den Admin-Code. Der ist immer gleich im Default. Ah, dann wieder lautes Geräusch. Code kann natürlich geändert werden. Dann brauchen wir die App. In der App gibt es einen QR-Code-Scanner. Leider geht meine Bildschirmaufnahme nicht gescheit, darum muss ich das so machen. So, hinter dem Plüsch hier befindet sich der QR-Code. Den zeige ich euch jetzt nicht, weil der ist gleichzeitig auch so die Seriennummer. Und das ist auch gleichzeitig eine Diebstahlsicherung. Darum niemals veröffentlichen. So, dann können wir hier ins Setup gehen. Und dann will er mit dem WLAN verbunden werden. Dazu müsst ihr dann rausgehen. Dann müsst ihr euer WLAN-Menü öffnen. Dann ist das hier die Box, darum müsst ihr auch wissen, wie die heißt. So, dann verbindet er sich mit ihr. Dann könnt ihr wieder hier in die App zurückspringen. Connect. Dann haben wir hier Einstellungen und Verbindung. Dann gehen wir mal hier auf Verbindung. So, jetzt können wir hier einstellen, ob wir jetzt machen wollen SIM-Karte oder WLAN, in welchem Zeitraum er updaten soll und was wir drin haben. Jetzt habe ich hier zum Beispiel 4G-Karte drin, ganz normale Prepaid-Karte, jetzt in dem Fall von der Telekom. Unten dann Passwort eintragen und am besten die Telefonnummer oder die Kartennummer, dass man weiß, welche es ist. Dann kann er sich selbst verbinden, dann einfach hier speichern und es war schon das gleiche schon mit dem WLAN auch. WLAN auswählen. Dann hier jetzt in dem Fall das BG-WLAN, weil da sind die Boxen ja auch her. Passwort rein und dann kann er sich überall verknüpfen. Zieht auch erstaunlich wenig, haben wir festgestellt. Also auf dem SWG, ich glaube, die Zahl hat sich gar nicht geändert. Es waren immer noch 2 GB am Ende vom Tag, vom ganzen Event, obwohl die Tage lang gelaufen sind. So, dann haben wir mit Verbindung fertig. Dann gehen wir hier auf Connecting. Und dann gehen wir mal ins Setting. Und hier könnten wir jetzt alles einstellen, was wir haben wollen. Jetzt haben wir schon den Bombenmodus. Hier ist der Admin-Key, der ist Standard. Den könnt ihr dann immer ändern, so wie ihr es haben wollt. Dann habt ihr hier die Punkte. Soll es Punkte geben fürs Zünden, fürs Entschärfen. Könnt ihr einen, soll es ein Code, soll es mehrere Codes sein. Geht es nur mit dem Schlüssel? Aktuell geht nur 2 Codes. Die Teams können auch eingestellt werden. Einer greift an, einer verteidigt, also entschärfen und sprengen. Kriegt dann dementsprechend die Punkte. Hier könnt ihr dann einen Reset-Code machen. Einmal für die Bombe alleine, dass sie gleich wieder benutzt werden kann. Dann habt ihr einen, der es komplett zurücksetzt, also auch die Punkte und dann eben die Codes für die Bombe selbst. Und hier könnt ihr nochmal so Zusatzpunkte einstellen. Das geht auch bei Capture the Flag bzw. Einnahme. Dass wenn jetzt einer einen Code findet auf dem Feld, das ist jetzt für Story-Events zum Beispiel gut, dass er dann nochmal 100 Punkte oder so bekommt, wenn er den Code eintippt, zusätzlich. Und das gleiche dann eben auch nochmal mit Domination. Könnt auch die Teams einstellen, bis zu 4 Stück. Das ist auch die Einstellung vom ESG, blau gegen gelb bzw. orange auf dem Display. Genau das gleiche, wie viele Punkte soll Einnahmen bringen, wie viele Punkte soll Neutralisieren bringen, wie viele Sekunden muss man die Knöpfe halten und immer so weiter. Kann auch also bei einer mobiler Respawn benutzt werden, kann man dann alles einstellen. Na? Jetzt will er nicht. Genau, dann wird er sich alle entsprechenden Minuten melden, dass man jetzt einsteigen kann. Leben zählen kann er leider noch nicht, aber das soll bald kommen, wurde mir schon gesagt. Und hier auch wieder die Punkte für Bombencodes bzw. Punktecodes. So, soviel zum Einstellen. Wenn man dann damit fertig ist, geht man hier wieder auf zurück und dann kann man hier drauf gehen und dann wird es dem Spiel hinzugefügt. Bevor man das aber machen kann, und die normale Verbindung wiederherstellen. Und dann hat es schon gemacht. Und jetzt wäre die dem aktuellen Spiel hinzugefügt. Problem ist nur, leider muss man über den Editor reingehen, über die Website, um die Bombe jetzt hinzuzufügen. Das geht leider nicht hier. Das ist aber nicht schlimm, das geht nämlich auch über das Handy. Die Website ist im Handy genauso verfügbar. Dann könnt ihr hier auf das Profil gehen. Könnt ihr hier eure Events aufrufen. Ist jetzt in dem Fall das aktuelle SWG. Und dann könnt ihr da in der Kartenbearbeitung das entsprechend hinzufügen. Na, dann sucht euch hier die Karte aus, die ihr haben wollt. Ihr habt hier die alte SWG-Karte jetzt zum Beispiel. Ist jetzt natürlich eine andere Location, aber ist nicht so schlimm. Dann nehmen wir jetzt einfach mal das hier. Dann
habe ich jetzt hier zum Beispiel die Flagge drin gehabt. Das nehmen wir hier. Das ist jetzt die Flagge Alpha, habe ich jetzt gerade stehen. Und dann hätte ich schon die Bombe hier drauf. Das ist schon der ganze Trick. Das geht am PC, das geht am Handy. Am Handy ist es ein bisschen fummelig, die Karte zu erstellen. Dann würde ich euch empfehlen, nehmt es mit einem Tablet oder macht es mit dem Computer. Das ist alles viel einfacher. Das ist eigentlich schon das Grundlegende zur ATB gewesen. Wie man ein Spiel erstellt, habe ich euch ja schon mal gezeigt in dem Video. Wenn ich es hinbekomme, wie es funktioniert, kommt jetzt oben dieses i und das verrät euch das dann. Und dann wisst ihr schon Bescheid, wie alles funktioniert und könnt direkt loslegen. Was ich euch noch zeigen kann, ganz schnell, geben wir den Code ein. Dann pfeift es wieder laut. Den Schlüssel können wir dann rausnehmen. Das ist nur für die Verbindung da. Und jetzt wäre die Bombe einsatzbereit und kann benutzt werden. Hoffentlich das Display überblendet jetzt nicht. Seht ihr den Code? Dann drücke ich hier. So, und jetzt seht ihr nach der Codeingabe, wie die Bombe läuft. Kleine Warnung, ich muss es rausschneiden, weil sonst platzen euch die Ohren. Die gibt einen sehr lauten Alarm von sich, wenn sie scharf gemacht wird, erobert wird oder entschärft wird. Also egal welchen Modus ihr habt, das Ding macht eigentlich immer Krach, wenn damit interagiert wird. Damit auch jeder weiß, dass was passiert ist. Also heimlich eine Bombe scharf machen ist nicht. Man kann das nicht ausschalten. Und man muss entweder die Bombe entschärfen oder in die Zeit ablaufen lassen. Der Alarm ist, wie gesagt, nicht abschaltbar leider. Der ist immer laut. Vielleicht kriegen sie es mal hin, dass man es abstellen kann oder wenigstens regeln kann. Da sitzt wirklich nur so eine Autoalarmanlage drunter. Und das ist wirklich ein übles Geräusch. Ich erspare euch das jetzt aber. Das habt ihr vielleicht auf dem Feld schon mal gehört. Vielleicht schneide ich es am Ende mal rein irgendwie. Nachdem wie es klingt über die Kameralautsprecher und dann wird es schon. So, das ist eigentlich alles Wesentliche gewesen. Außer Spese nichts gewesen. Was ich auch noch schnell zeigen kann, damit ihr es noch gesehen habt, wo die SIM-Karte reinkommt. Hier das aufschrauben. Ganz vorsichtig. Hier lang vorsichtig rausheben und dann habt ihr eigentlich schon die ganze Box in der Hand. Also ihr könntet auch, wenn ihr wollt, eine eigene Box drumherum bauen. Es ist nur diese Platte hier. Und hier unten drin, da seht ihr sie schon, da kommt die SIM-Karte rein, neben dem roten Kabel. Kamera will jetzt nicht fixieren, kann nichts machen. Da ist die Alarmanlage, läuft mit zwei Lithium-Akkus, die auch hier zwei Tage beim SPG und auch beim ESG Bomben durchgehalten haben. Obwohl die ganzen, zumindest die Hauptflagge, sind ja den ganzen Tag gelaufen. Also, muss man schon sagen, ist sehr langlebig, sehr robust. Wie euch vielleicht schon am Sauberkeitszustand dieser Kiste aufgefallen ist. Ich zeige es euch hier nochmal. Die hier sieht noch harmlos aus im Vergleich zu den anderen beiden. Haben wir die ausgiebig getestet jetzt auf zwei Events. Das heißt, ich kann dann auch demnächst mal eine ordentliche Review dazu machen. Über die Funktionsweise etc. Zuverlässigkeit und alles. So, dann wünsche ich eine schönen Tag. Im Hintergrund seht ihr schon die ATS-Boxen, die Zielkisten. Zu denen kommt dann das nächste Video. Bis dahin, viel Spaß und wir sehen uns auf dem Feld. Und tschüss!